Welkom in de gemeente Hardenberg. Von meinem Handy ist das Mikrofon ein bisschen kaputt gegangen letzte Mal. Deswegen muss ich das jetzt mal provisorisch mit der GoPro filmen. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut genug, damit ich das hier alles gut rüberbringen kann. Das testen wir heute mal. Wird aber nicht die Dauerlösung sein. Mikrofone müssten auch irgendwann kommen. Wir beangeln heute unseren Tag hier schön an der Fechte, machen nachher ein paar Spotwechsel. Und dann hoffe ich, dass ich für den lieben Alex hier heute einen Hecht ans Band kriegen kann. Ob uns das gelingt, das werdet ihr natürlich sehen. Das werden wir noch sehen, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Wir haben Bock, geiler Tag, geiles Wetter. Wir starten, viel Spaß. Let's go. Also Alex, du willst heute also ein Hecht fangen, ne? Und kommst hier allen Ernstes mit einer Bambusangel an. Ist das ein Scherz oder meinst du das auf Ernst? Nein, die habe ich selber gebaut. Der Griff besteht aus Alleder. Für 60 Kilo ausgestattet? Genau. Und was bangelst du damit? So in der Regel? Das ist ja ein Wels gedacht, aber ich probiere es heute. Vielleicht kommt ein Hecht. Okay. Ja, da biete ich ihm meine schöne Hechtrute an und er kommt mit einer Bambusangel um die Ecke, ne? Respekt. Genau so, Alex. Wie so ein Herkules. Wirklich wie so ein Herkules. Alter. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein Spinnerbait. Ja, Alex, wollen wir einen Spotwechsel machen oder was? Ja, lass mal. Suchen wir nächste Stelle, ich hab da schon was. Und hoffen wir, dass die Reise zum Hecht dahin weitergeht, ne? Irgendwas muss da heute gehen. Ich will, dass du heute ein Erfolgserlebnis hast. Ab zum nächsten Spot. Woo! Bis gleich. So, wir sind da. Alex, was sagst du? Das sieht gut aus. Hast du Bock? Ja, klar. Alex möchte gerne mit seiner Angel weiter angeln, aber wenn er damit was rausholt, ne, das würde ich echt feiern. Eine selbstgebaute Bambusangel und damit ein Hecht ziehen, das wäre nice. Und das ist unser Ziel heute. Komm, Alex, hau raus. Geil. Alex hat einen dran. Kescher ist da. Was haben wir? Oh, einen schönen Hecht. Jawohl. Schon Bauch, ja? Ey, Alex. Alex hat mit einer Bambusangel einen Hecht gefangen. Na, wollen wir mal gucken, wie groß der ist. Ja, und 68er. Schön, Alex. 68er Hecht. Sauber. Sauber. Dein erster Hecht, ne? Mit deiner selbstgebauten Bambusangel. Ich kann's nicht glauben, ehrlich. Geil. Glückwunsch, Glückwunsch, echt. Leider etwas, was ich nicht so gerne möchte. Alex möchte gerne den Hecht mit nach Hause nehmen und sich zubereiten. Soll er machen, guten Appetit. Ich bin da kein Fan von. Ich bin ganz klarer Fan von Catch and Release. Da halte ich mich fern. Und wir machen uns weiter auf die Jagd. Jawoll! So kann der Fisch eben im Wasser bleiben, dann kann ich in Ruhe alles fertig machen. Hammer! Geil!
Oh Mann, ist das ärgerlich. Ein 74er Hecht. Und nach dem Abmessen surft er mir die Abhackmatte genau runter bis zum Wasser ins Wasser rein. Ja gut, Fisch ist freigelassen, hatte ich sowieso vor. War nicht der Plan. Egal. Wir machen Spotwechsel. So, wir sind hier am letzten Spot wieder angekommen. Der Spot hat immer gut geliefert. Ja, mich ärgert das, dass ich im letzten Video und in diesem Video so ein bisschen unvorbereitet bin, was Live-Bisse angeht oder Kamera aufstellen, zu spät am Spot sein und so weiter. Das ärgert mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich jetzt hier beim Endspurt auf jeden Fall nochmal Stativ aufstellen, damit ich vielleicht noch einen Live-Biss draufkriege. Nochmal die letzten ein, zwei Stündchen hier noch mitnehmen. Und dann war es das auch wieder für heute. Genau. Oh, du hast einen Fisch. Sauber, 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 sauber. Alex hat Fischkescher. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, was haben wir diesmal? 71. 71? Oder 72. 72. 72. Genau wie gerade eben. Geil. Ich habe das Stativ aufgebaut. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Kotzt mich das dieses Mal an. Zweimal das Stativ aufgestellt, beide Male auf Aufnahme gedrückt, aber die Aufnahme ist immer automatisch abgebrochen, weil ich noch ganz viele Videos vom letzten Angeltrip drauf hatte und meine Speicherkarte voll war. Und die hat dann die Videos immer nach einer Minute wieder abgebrochen. Ey, ich habe doch auf Aufnahme gedrückt. Aber es ärgert mich jetzt, dass wir heute drei Hechte fangen, keinen einzigen Live-Biss. Das kotzt mich echt an. Egal, Alex hat seinen zweiten Hecht heute gefangen. Ist mega happy, gelungener Tag. Zwei Hechte in petto. Ne, Alex? Zwei Hechte ist geil, oder? Komm, Endspurt. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen. Wieder da in der Ecke. Da hat er wieder gejagt. Da war wieder ein Hecht. Ich hab ihn gesehen. Pass auf. Da steht er. Pass auf, jetzt fange ich ein mit Ansage. Komm, den holen wir uns jetzt. Fisch! Schon wieder! Nee, nee, alles gut, alles gut! Jetzt hab ich ein Ja! Mein Gott, ey! Jetzt hab ich ein Ja! Ja, jetzt hab ich ein! Schön! Danke! Wir haben hier 88er, schön. Geil, oder? Ja, müssen wieder rein. Schwimmen. Ja, jetzt ist er weg. Geil, 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 geil. Top. Super, hast du toll, Junge. Geil, 88er. Ja, Alex zwei Hechte, ich zwei Hechte. Ich bin mega zufrieden. Geil, 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 geil. Wir müssen hier berücksichtigen, dass Alex gar kein Raubfischangler ist. Also das ist wirklich sein erster Tag. Der kennt gar nichts. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er direkt einen Hecht gefangen hat mit seiner Bambusangel. Geil, oder? Macht Spaß? Ja. Das ist geil so ein Tag, ne? Ich wollte ihn sein Hecht bescheren. Hat funktioniert. So kann man den Tag doch gut abschließen. Sauber? Genau so, Alex. Ich will das genau so sehen.